Hallo. Hola. Hallo. What geht? Haben Sie fertig gegessen? Oh ja. Das freut mich. Auf Kosten des Hauses, also da musste man ja jetzt dran teilnehmen. Na, auf jeden Fall. Das wäre verschenkt, das nicht zu tun. Ja, definitiv. Und wo seid ihr gerade dran? Ich hab gerade einen Spaltanker gemacht. Nice. Ich baue mir eine passive Säureanlage. Nice. Ich nehme mich auch. Ach, deswegen bist du, baust du da oben. Genau, weil hier kriegt man verunreinigtes Wasser und dann kann man das in Säure verarbeiten und gleichzeitig auch noch irgendwie Öl. Oh, das ist cool. Wenn man Glück hat. Säure, da sagt er was. Müsste ich mir auch mal angucken, wie das funktioniert. Aber Säure ist mir gerade wichtiger als Öl. Ja, Öl braucht man wohl. Also ganz viele haben geschrieben, das brauchst du eher einfach nur auf dem PvP-Server. Weil du so viel durch die Gegend fährst. Aber hier, wie heißt das? Säure brauchst du halt für die Wolfram-Munition. Yes. Kann es sein, dass ich jetzt keine Teile mehr habe, dass ich farmen gehen muss? So. Hab mir gerade ein Pferd noch gekauft. Oh ja, das haben wir in Medieval tatsächlich gar nicht gemacht. Ein Pferd? Ach so, Medieval. Hm. Ich war gerade. Wo kann man sich denn hier ein Pferd kaufen? Ich hab doch extra dazu gesagt in Medieval. Ja, danach. Story-technisch ist der Kastellan heute gefallen. Achtung, Spoiler, so weit waren wir nicht. Jugend von das heute. Das war der Typ, der so furchtbar freundlich war bei uns. Ah. Nee, soweit haben wir tatsächlich die Story gar nicht gespielt. Ach, gar kein Problem. Jetzt, wo du da bist, ne? Wo du endlich mal da bist. Ja. Sollen wir den Monolithen machen? Können wir eben machen. Ich hab 5000 Schuss. Ich hab, keine Ahnung, noch 300 oder so, 400. Ich mach mal eben noch mal ein bisschen. Ich kann zwar nicht so viel nachlegen, weil ich keine Säure mehr besitze. Vorher hast du die halt gar nicht gebraucht und jetzt gefühlt für alles. Ja. Oh, so. Drogen, du hast da gebaut, okay. Am anderen Ende der Welt. Da ist auch verseuchtes Gebiet und verschmutztes Gebiet auf einen Haufen. Seuchtes und verschmutztes? Wie? Was? Einmal da, wo du Säure herstellen kannst und einmal, ich glaube, wo du Öl abbauen kannst. Ist hier bei mir? Was? Echt? Ich glaube ja. Oh. Oder kriegst du da dieses Sternverfall? Sternverfall kriege ich da drüben, ja. Ja, da kannst du verunreinigtes Wasser abbauen und das kannst du dann in einer Destillierung in Säure verwandeln. Das mache ich jetzt. Ja, okay. Das ist ja mein Plan. Ich bin mittlerweile umgezogen an den Wasserfall. Oh, sehr geil. Der Wasserfall ist ein richtig guter Spot zum Bauen. Der ist richtig gut. Achso, Moment, ich wollte noch, bevor wir jetzt irgendwas machen, mein Inventar leeren, damit ich wieder sprinten kann. Okay, ich stehe vorm Eingang, ich kann euch dann porten. Das ist sehr gut. War eine 2-Stunden-Aktion, ja, das glaube ich dir. Einmal alles umziehen ist schon heavy. Oh mein Gott.
Ja. Und ist bei euch auch. Oh, ich glaube, ich habe Gewitter. Was? Nö. Gar nicht. Oh. Mit einem Kumpel mal schnell 20 Häuser hochgezogen. Ja, ich hoffe, aber ihr habt. Ich hoffe, ihr habt da diesen Einschlag, diese Einschlag-Einstellung genommen. Und nicht, dass du dann irgendwie für 2 Stunden immer plong, 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 plong. Ach so. 3 Meter gehen, plong, ja, plong, 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 plong. Das direkt bauen. Ja. Ja, das dauert sonst Ewigkeiten. Ich komm gleich wieder. Ah, okay. Mir fehlt Elektroteile und Automatikteile. Das ist schlecht. Ein bisschen. Oh, so ein Crap. Man muss ja auch sein eigenes Inventar in den Kühlschrank packen. Hm. Ja. Schon. Sehr schön. Wo bekomme ich Automatikteile? Was muss ich zerlegen, um Automatik? Oh, sehr gute Frage. Was muss ich hier verschrotten? Ich meine hier bei meinen Items, die ich hier so habe. Hallo, Lala. Ich bin schon so weit, dass ich meine Base zerlege, um die Teile zu bekommen. Oh, Junge, Junge. Bin wieder da. Ja. Da haben wir mal gerade fast unsere ganze Wohnung unter Wasser gesetzt, weil es auf einmal so einen riesen Regensturz gab. Tja. Und mit Dachfenstern ist das nicht so geil. Kommt drauf an. Oh, hast du Shampoo dabei gehabt? Nein, hatte ich nicht. Tja. Oh. Junge, Junge, Junge. Na, das war kurz spannend. So, ich bin, wäre bereit. Ja, ich schick Srogan die ganze Zeit Einladung. Ah, bist du auch bereit? Darauf achte ich nicht. Bist du auch bereit oder breit? Muni, 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 ja. Hallo, ja. Zuschauer. Consume habe ich auch mal angefangen, aber alleine ist das, glaube ich, nicht meins. Ich finde es auch besser, wenn man es zusammenspielt. Ja, aber das Bauen ist, glaube ich, obwohl, da kann man eher so eine Podcast-Folge machen. Ja. Dünnsches Labern und Building. Ja, das sowieso. Oder Building vorhaben und eigentlich nur das Haus abreißen. Ja, und dann plötzlich irgendwas anderes machen. Ja, ja, ja. Das erinnert mich irgendwie an etwas. Gestern oder so. Ja, und dann muss man auch mit Leuten sich unterhalten, die kurz vorm Muskelversagen sind. Oh, du Blödmann. Oh, du bist so fies. So, also ehrlich. Also bei Zuschauer hat es auch komplett geregnet, inklusive Hagel. Ja, bei uns kamen nur gefühlt Wasserbomben runter. Also, ja, das bei uns war... gerade auch. Auf einmal so ein richtig fetter Platzregen. Ja. So, ihr, ich wünsche euch noch viel Spaß und einen schönen Abend. Ich gehe mal essen. Alles klar, macht das. Danke nochmal für den Raid und guten Hunger dir. PS, hier scheint die Sonne. Das freut mich für dich. Hunger. Warte, ein Arsch. Hunger. Na, ja, schön. Ich habe zu wenige Stromproduktion. Wieso das denn? Zu hohen Verbrauch, würde ich sagen. Soll ich euch porten? Ja. Mhm. Ich. Mein Hund blubbert schon wieder an seinem Trinken. Warum tut sie das? Das müssen wir jetzt hier machen, oder wie? Ja. Oder hast du den noch nicht? Warte mal kurz. Wo ist meine Story? Erstmal muss ich hier jetzt Kisten looten. Reich der Albträume, da muss ich woanders hin. Oh. Untersuch das alte Krankenhaus im Osten. Moment. Ich glaube, das ist die Quest hier vor. Ah, die ist hier unten. Ja, wir haben... Ja, Reich der Albträume. Ja, das mit dem Krankenhaus war doch das mit der Spinne, oder nicht? Ach, mit dem, ja. Spinne? Ja. Spinne? Wie, wo, was? Spinne. Also, wenn du willst, damit wir
Manni da auch ein bisschen einnorden und vorbereiten. Könnten wir auch noch was können. Oh nee, stimmt, die Spinne. Nee. Spinnies. Oh nee, das kommt ja jetzt hier nochmal mit der Spinne. Ja. Oh nur nee. Nur diesmal in echt. Oh. Das habt ihr schon gemacht, das habe ich noch nicht gemacht, glaube ich. So wie es aussieht. Dankeschön, Lala. Aber das ist nicht nötig. Mach mal schnell das da unten. Wie lange dauert denn das mit dem Krankenhaus? Ping. Wieso nervst du jetzt auch noch rum? Weil ich kann. Ah. Weil ich noch 3600 Punkte habe. Oh Gott. Ich habe auch noch ein paar. Warte, ich mach gleich mit. Wir stürmen deinen Stream. Ah, ich bin hier fest. Kann ich durch dich durchschießen, leider. Tja, ey. Also, ich habe da nichts an der Lautstärke gemacht, muss ich sagen. Komm ich hier raus? Komm ich auf die andere Seite? Oben rum? Eine Sekunde. Wie komme ich hier runter? Nee, da nicht. Oh, ich muss noch eins runter, okay. Ah, da komme ich nicht rein. Wie komme ich denn da rein? Keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht, wo du bist. Ich bin ja beim Krankenhaus, da ist alles zugespinnt mit Spinnennetzen. Achso, ja, du musst erst durch das eine durch und dann kommst du irgendwann bei dem anderen raus. Okay. So, dann gehe ich mal hier nach oben. Okay. Hey. Ach, lasst mich durch. Nein, nicht runterhüpfen. So, dann gehe ich hier noch eine Etage höher. So, jetzt bin ich oben. Also, bei den Einstellungen vom Stream habe ich echt nichts geändert. Deswegen ist das ein bisschen verwunderlich. Oha. So, Abkürzung. Und die kommen jetzt von hier weiter runter. Da komme ich dann eine Etage runter. Muss. Krieg's nicht. Ich habe hier eine Waffentruhe gefunden. Oder habt ihr das hier schon erledigt? Habt ihr diesen Monolithen hier schon erledigt? Ich nicht. Also, oder was meinst du mit Monolithen? Was? Scheiße, das greift mich an. Hier die Mission Siedlungserkundung. Muss mal kurz gucken, wo du bist. Mach kurz den Stream direkt an. Unterm Monolithen. Ich hab da nichts gemacht bis jetzt. Manni ist weggelaufen. Sie ist abgehauen, ja. Und ich bin zu doof, um den Eingang zu finden. Als ich ganz oben war, habe ich eigentlich keinen Gang gefunden, nur rüber ins große Krankenhaus. Aber wie soll ich da ins Parkhaus unten reinkommen? Weil das alles zu mit Spinnenfäden. Oh. Ja, also wir sind da übers Dach reingekommen. Ich fahre ja gerade auf dem Dach, da ist kein Weg. Doch, du kannst irgendwie mit dem, du musst aufs andere Dach laufen. Vom Krankenhaus, nicht vom Parkhaus. Vom Krankenhaus, ja. Und dann kannst du in das Parkhaus reinlaufen und dort die Straße runter, so gesehen. Ich geh jetzt mal ins Parkhaus. Jetzt bin ich im Krankenhaus und jetzt da kann ich runtergehen vom Parkhaus. Runter. Nein. Richtung. Ja, aber dann bin ich wieder an der Straße. Ja, sonst port mich mal eben. Ah, Sekunde. Mich verfolgen hier ein paar Viecher, die nicht nett sind.
Lala, das ist ja ekelhaft. Ist das vielleicht mit irgendwelcher stressbedingt und müdigkeitsbedingte Sache? Hallo? 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 Oh wow, ich höre nichts. Zwei Sekunde. Jetzt höre ich wieder was. Hallo? Hi. Ich habe vielleicht beim Abziehen von meinem Headset mein Headset auch ganz leise gemacht. Oh, du Honk. Jetzt rennen wir aber weg vom Parkour. Ja. Eben nach oben. Ich mach dann hier noch eben den Spaltanker und so, das habe ich nämlich auch alles noch nicht. Nee, das haben wir auch noch nicht. So. Ich wusste jetzt nicht, wie lange du weg bist. Ich zeig dir. Oh, ja, gut, dann warte ich noch. Ich kann dich sonst auch eben. Willst du nochmal die Spinne machen? Ist das nicht Single? Ich! Ja? Aber das ist doch Single. Die Spinne ist Single. Ja, das ist Single. Nö. Nicht zwingend. Reicht mir, wenn wir gleich die Spinne machen müssen. Dann muss ich. Nee. Muss nicht zwingend sein. Nee? Ich zurück die Kiste. Irgendwann habe ich die. Ich loote dann hier noch ein bisschen. Ja. Ja, auf dem Dach bin ich auch anders hochgekommen, aber da habe ich keinen Weg gefunden. Echt nicht? Nee, das ist nichts. Da ist kein Loch. Hä, da bin ich vorher auch schon drin gewesen. Weil du kannst nämlich über die Büsche dort reinklettern. Okay. Also hier unten kannst du über den Busch reinklettern. Wenn man es hinkriegt. Ja. Lass das mit dem Looten, weil dann habe ich gleich keine Munition mehr. Und sprechen wir mit dem hier? Viel Spaß. Wieso ist die so schwer? Nee. Das hat ein kleines Spindchen. Klein, sagt er. Ja. Ah. So. Also Lala hat anscheinend keinen Stress. Das ist natürlich diagnostisch gesehen problematisch, aber an sich schön. Ja. Also da muss man echt sagen, keine Ahnung, was das sein könnte. Wo ist denn der Schwachpunkt? Ich sehe bei dem nichts. Hutzalle. Die ist einfach nur weiß. Wo ist der Schwachpunkt? Seid ihr jetzt beide schon auf dem Rückweg? Ich bin auf dem Rückweg und dann hätte ich geportet. Wohin? Ich töte die Totenkopfspinne. Ach so. Ja, damit sie die Mission machen kann. Ja. So. Aber wir müssen da noch den komplette Stadt so gesehen machen, ne? Diese Siedlungserkundung. Also wir können das theoretisch auch nach dem Spaltanker machen. Weil dann weiß ich, wie viel Munition ich noch habe. Ach, nicht nach dem Spaltanker, nach dem Monolithen. Weil ich habe nicht mehr so wahnsinnig viel Munition. Und ich glaube, ich habe auch vergessen, die ich gerade hergestellt habe, mitzunehmen. Glaube ich. Sehr intelligent von dir. Ich kann mir keine neue Munition machen. Mir ist Säure ausgegangen. Kann keinen Wolfram mehr. Ja, ich habe das gleiche Problem. Oh. Ich habe noch 400. Weihwasser? Ich weiß nicht, kann man Weihwasser produzieren in dem Spiel? Würde bestimmt helfen. Die geisterhafte Totenkopfspinne da.
Mein Weihwasser heißt AP Stahlkugel. Okay, so wie es aussieht, könnt ihr die Spinne ohne mich machen, weil das wird hier noch dauern. Ich muss noch 5 Anker aktivieren. Oh. Oh, shoot. Ich dachte, dadurch, dass du so viel rumgelaufen bist, hast du die vielleicht schon aktiviert. Ja. Nö, hab ich nie gemacht. Cool. Tja, Throne. Ich kann es jetzt mit euch und dann nochmal später. Ja, oder so. Zuschauer will, dass nur Manni überlebt. Wir werden geopfert. Wir werden geopfert? Ich mag dich, Zuschauer. Und wieso? Gibt es dafür Gründe? Mag er uns nicht? Der ist allgemein gegen Leute. Aber Manni, oder wie? Ja. Weil sie eine Frau ist, oder? Das muss jetzt jeder für sich selbst entscheiden. Also, ich kann wieder porten. Eine Sekunde, ich will den einen Spaltanker hier noch aktivieren. Der ist 50 Meter weit weg, wenn ich schon mal in der Nähe bin. Ja, warte, dann komm mal mit. Wir laufen eben zu einer mystischen Truhe und dann porten wir dahin. Dann kriegt die jeder. So, hab ich. Ich sag nichts dazu, Prost. Lala, du sollst nicht so viel trinken, das ist dem Tinnitus nicht gut. Kaktei, ich konnte nicht mehr aktivieren. Oh Gott, bist du komplett runtergeknallt? Ja. Vielleicht schon. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was da dran so lustig sein soll. Ich habe auf Lalas Kommentar reagiert. Lügner. Ja. Das greift mich an. Ein komischer Mensch. Stimmt, wenn er hier hinfortet, dann hast du auch direkt schon einen Spaltanker, ne? Zumindest einen von 5. Also, wenn du willst, kannst du dir noch einen holen. Ja, ich warte. Okay. Supi, danke. Was? So. Ich mag das Böse. Ja, wieso sollen alle männlichen Mitspieler geopfert werden? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ich mag das Böse, deswegen mag er mich, weil ich das Böse bin. So, okay. Ja. Und um da einen oben drauf zu setzen und ganz viel Begeisterung auszulösen und was immer ziemlich lustig ist. Vergiss es. Du weißt, worauf ich hinaus will? Ich habe keine Ahnung, worauf du hinaus willst, aber egal, was jetzt kommt, es wird nicht nett sein. Ach doch, ich finde schon. Oh, das ist eine Waffenkiste. Nehmt mal mit. Könnte dich vielleicht an Opossums erinnern. Hä? Opossums? Was? Nein! Böse! Pfui! Witzig. Ja, genau, Zuschauer. Tja, kein PvP-Server. Ist auch besser so, sonst würde ich hier nur schreiend rumlaufen. Oh ja, ich habe gestern Videos zu PvP-Servern gesehen. Alter Schwede, hätte ich da keinen Bock drauf. Mhm. Glaube ich sofort. Oh, guck mal, da ist die liebliche Stimme schon wieder. Mhm. Wo geht die eigentlich hin? Ist da unten was? Ja. Ja, ein Medkit noch. Oh Moment, da oben ist aber auch noch was, was ich noch nicht aufgehoben habe. Das möchte ich dann doch ganz gerne auch noch eben looten. Weil in den Raum muss man sowieso am Ende. Ja. Aber hier. Ja. Oh, jetzt muss ich noch einen Elite-Gegner besiegen. Okay, nice.
Lieber im Koop. Nee, lieber im PvE, so dass hier nicht einfach irgendwie Karl Gustav links von der Seite kommt und dich abknallt und du gerade dabei bist, dir mit Level 1 einen Baum zu fällen, weil du deine erste Basis bauen willst. Dann kommt aber Fridolin vorbei und wirft da erstmal Semtex rein, weil beide auf Stufe 50 sind. Also. Ist doch geil. Ich weiß nicht. Du hast eine komische Definition von geil. Das hört sich doch lustig an. Da musst du deine Base nicht, bevor du nicht die 5-Spalt-Anker aktiviert hast. Ah, okay. Oh, okay. Dann brauchtet ihr nicht E-Säure? Sowieso. Ja. Dann können wir doch hier Waffen aufladen, reparieren gehen, Spaltanker töten. Oder unten sind 2 Spaltanker nebeneinander. Ja. Mhm. Wenn ich die habe, habe ich 5. Oh. Da kriegen wir aber keine Säure her, oder? Doch. Ja, nee, es müssen, dürfen keine Menschen sein. Oh. Ja. Ich brauche aber noch einen Elite-Gegner. Hat einer nicht. Gibt's keine Menschen. Warum habe ich keinen Musik? Und vielleicht, weil ich über Feinde fliege. Oh. Möglich. Oder weil ich gegen Feinde kämpfe. Semtex packt man in den Baum. Oh Gott. Was für ein Baum? Und den Fridolin kaputt gemacht hat. Hm. Ach so. Wo ist denn hier ein Elite-Gegner? Ja, ich weiß doch auch nicht. Ich bin die ganze Zeit auf der Kiste hier rumgehüpft. Dabei war da noch eine Truhe drin. Ich glaube, ich habe die nie gemacht, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich die nicht machen kann. Weil ich die Mission noch nicht habe. Ah. Ich glaube, deswegen habe ich die nie gemacht. Nee, ich glaube, die werden freigeschaltet, sobald man den Monolithen besuchen kann oder sowas. Ja, ich meine nämlich auch. Ich hatte die ja schon 31er als... konnten wir ja noch nicht machen, aber ich denke mal, dass wir die, wenn wir den hier fertig haben, dass wir das dann auch machen können. Ah. Einer noch, kommt jetzt wieder hoch. Habt ihr den auch sehr bekommen? Gut. Ja. Sauber. Ich bin woanders. Ich hab den auch bekommen. Ja, dann müsstest du den trotzdem bekommen haben. Ich hab hier eine... Oh, eine Waffenkiste. Eine Waffenkiste? Eine Waffenkiste. Wo ist hier der andere Spaltanker? Da hinten, okay. Zuschauer, was ist deine Meinung zu Light No Fire? Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal, aber irgendwie ist das die Tage nochmal ziemlich hart aufgekommen. Mit einem Schemo zu. Das wird episch. Oh yeah. Eine Waffe. Hallo, du hast mir nichts von dem Kissen erzählt, was dabei liegt. Das ist viel wichtiger als die Waffenkiste. What the fuck? So, da hoch. Komm ich da hoch? Ich hoch. Light No Fire. Voll das geil, das wird super, das Spiel. Das zukünftige Spiel von Hello Games, den Entwicklern von No Man's Sky. Und das Coole ist, was ich ziemlich cool finde, ist, die haben alles Positive, also die haben jetzt die Meere optimiert für die, wie heißt das gleich noch? Für die Generierung, wie nennt man das? Prozedurale Generierung haben sie die Technik mit rübergenommen in No Man's Sky. Das heißt, da profitieren echt viele Leute davon, zum Beispiel Zuschauer. Und ja, ich denke aber auch Release abwarten.
Und dann wird das hoffentlich gut. Oh, ja. Überlebe ich das? Ich sollte doch vielleicht ein paar Leute töten und nicht einfach nur durchrennen. Dann aus den Sniper. Ich habe halt echt nicht mehr viel Munition. Glaube ich, gehe noch mal eben nach Hause zurück und gucke, ob ich... Kann man Säure kaufen? Ja, gegen diese blauen Kristalle oder gegen... Mysokomaten. Ja, genau. Oder gegen die Pilzsporen. Ist nicht ratsam. Weil das ist echt nicht günstig. Aber ich porte mich auch noch mal eben nach Hause. Da war meine Butze. Ja, ja, ich wurde von allen guten Geistern verlassen hier. Ist schon okay. Wir enthalten uns eines Kommentares. Ach, wir sind gut? Was? Gute Geister? Ha, ich weiß ja nicht. Wir haben jetzt neu. Ja. Die Frage kann ich definitiv mit Nein beantworten. So schlimm? Oha, bei uns ist Weltuntergang. Beziehungsweise bei mir daheim. Ganz schön dunkel und starker Wind und Regen. Ja, jetzt zieht die Kacke anscheinend von uns zu dir rüber. Ja. Hat einen weiten Weg, aber ich wohne ein bisschen weit unten. Wir wohnen beide, glaube ich, eher nördlich, oder? Von Deutschland. Also, ich wohne im schönen Norden. Ich wohne... Moment, nee, ohne Seife, westlich. Wow. Ja, ja, der Spruch, den kenne ich auch. Den benutze ich auch mal. So, in der Mitte, nur ganz links. Sag doch einfach NRW. Ja, das auch. Also. Ach, Geister, vielleicht nehmen sie dich mit. Nee, ich glaube eher weniger. Ja, du warst Sniper. Ich wohne im schönen Sachsen. Ja. Nee, ich wohne in der Nähe von Hamburg. Ich in Bayern. Nähe München. Oh. Sag ja, weiter Weg. Ja. Da war ich erst vor kurzem. In Regensburg. Oh, schönes Städtchen. Ja. Also es ist echt eins der schönsten, finde ich, jetzt hier. Ja. München ist nicht schön. Also sorry, wir waren eine halbe Stunde davon weg, aber wenn man in Regensburg einmal war, muss man auf jeden Fall ins Valhalla. Da war ich wirklich noch nicht. Ich habe eine Bootstour gemacht und bin dran vorbeigefahren. Da kriegt er direkt einen Schlaganfall. Ich habe es von der Ferne gesehen. Ich habe Fotos von der Ferne gemacht. Also, wenn man da echt davor steht, denkt man sich einfach nur, was zur Hölle lief mit dem Architekten falsch? Und warum hat er das da mitten hingeflanscht in den Berg? Das stimmt. Habe ich Nähe München gehört? Oder? Ja, Dani hast du. Und hallo, hallo. Hallo, Dani. Also, ich wohne da, wo nicht der Kannibale herkommt. Oh, in 12 Stunden wird der nächste Meilenstein eröffnet für die Saison. Bin gespannt, wie viel wir davon schon abgeschlossen haben von der Season. Oh ja. Ob wir irgendwas abgeschlossen haben? Bestimmt. Also irgendwas müssen wir ja fast abgeschlossen haben. Bestimmt irgendwas Dummes. Verschieße 5000 Kugeln Tungsten-Muni.
Das könnte ich mir gut vorstellen. Oh, ich habe noch nicht die besser entwickelte Munition. Also ich wäre soweit. Ich muss noch Munition machen. Oh, und ich muss noch mein Motorrad reparieren. Das müsste ich auch. Munimäßig, 500 Schuss sollten reichen. Gewehrmunition, legendär. Ich habe noch 60 Schüsse, die reichen definitiv nicht aus. Was? Doch, doch. Vor allem nicht von mit der LMG. Siehst du auf? Habt ihr Wolfram-Munition genommen? Ich hab Wolfram. Ist das nicht ein bisschen sehr teuer? Ich hab die nächste Stufe von Wolfram, die braucht nämlich keinen Sternstopp. Die nächste Stufe von Wolfram? Ja, das ist die letzte Munitionsskillung. Dann kriegst du Wolfram-Munition ohne Sternstaub. Was? Hä? Nee, die kostet auch Sternstaub. Nein, kostet sie nicht. Ich baue die doch. Ja. Die letzte. Mal da drauf. Ah nee, die vorletzte dann. Dann habe ich mich verschwunden. Nee, warte, Wolfram. Nee, dann die vorletzte. Die braucht keinen Sternstaub. Die blaue. Ah, das ist die blaue. Okay, ich war gerade... So, was zur Hölle? Aber hast recht, ja. Vorletzte. Hä? Ah. Ist die denn besser als die AP-Star? Ja. Die, ja. Schon. Machen wir lieber 4000 Schuss? Lieber zu viel als zu wenig. Ja. Frage, ich mach meine Grafikkarte. Wie viel Säure hast das du geht denn nicht. Noch? Ich? Ja. 400? So viel noch? Eieiei. Ah, das ist Switch. Oh yeah. Ich hab noch 20 oder so. Ich war schon mal beim Valhalla, war mega. Ich war da noch nie. So. Doch, Ellie, du musst nur zusehen, dass die alle in einer Linie stehen, also hintereinander. Oh, wow. Ja, das kann ich denen aber schlecht erklären. Warum musst du sie so locken, dass sie in einer Linie stehen? Zum Glück habe ich jedes Wort verstanden, wovon ihr spricht. Na, die Gegner, dass ich mit 66 Schuss auskomme. Ach so, das meinst du. Yes. Jetzt erstmal schön Munition verballern. Also bis wir da dort sind, ich glaube, ich habe keine Muni dann. Ja, ich bin dabei zu verballern. Bräuchte vielleicht noch kurz 5 Minütchen. Ich plus auch. Minus 5. Was? Na, vielleicht eher so 10, weil also allein die Wolframbarren dauern jetzt halt noch 4 Minuten. Die muss ich dann natürlich auch noch zur Munition verarbeiten. Nicht mal als. Das geht halt alles nicht so schnell. Hast du denn noch keinen elektrischen Schmelzofen? Sonst könnte sie es gar nicht doch, schnell. Doch, natürlich habe ich einen elektrischen Schmelzofen. Hast du recht. So. Sonst würde der ganze Bums ja noch länger dauern. Müssten sie erstmal Holz hacken gehen. Oh ja, oh mein Gott. Wie ich diese Zeit einfach... Nee, Holzhacken muss ich glaube ich nicht mehr. Ich bin mittlerweile Level 50 und 2 von meinen Main-Quests kann ich nicht weitermachen. Warum das denn nicht? Warum wurde ich season-mäßig? Achso, ja, okay. Naja, 12 Stunden noch und dann kannst du weitermachen. Ich dachte, dafür braucht man Freunde. Du willst Pult! Ja. Zuschauer, das Valhalla ist wirklich geil. Das sieht richtig, richtig nice aus. Ihr meint vielleicht das geschichtliche Valhalla und nicht das Gebäude? Das Wikinger-Valhalla? Das ist doch das Ende. Naja, vielleicht sollten wir es nicht so nennen. Das ist doch das Ziel einer langen Reise. In Valhalla in Strömen von Met aufgenommen zu werden. Okay. Nicht unbedingt mein Ziel, aber
Naja, immer noch besser als irgendwie oben im Himmel durch ein Tor zu latschen und dann puff. Ach, wenn ich tot bin, kommt das große schwarze Nix und das war's. Oh, ich dachte, da kommt das Spaghetti-Monster. So viele Nudeln, wie ich in meinem Leben schon gegessen habe, würde mich das halt echt nicht wundern. Ich wage es nicht, dein Glauben in Frage zu stellen. Ja, meinen Non-Existenten, ne? Okay, noch 2 Minuten. Und dann bin ich fertig. Ich hab schon geschafft, 100 Schuss wegzuballern. Oh. Also ich habe jetzt 4080 und 400 Schuss. Das reicht, ne? Ich denke doch. Ja, doch. Boah, wie fies vom Zuschauer. Oha. Ach, schön. Toll. Du freust dich doch insgeheim. Ja, doch total. Auf jeden Fall. Gut, dass du es gesagt hast, sonst hätte ich fast vergessen, mich zu freuen. Ja, Zuschauer, das bringt nichts. Ich glaube, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Nee. Das wird teuer. Ach, diese scheiß Space-Teleportation. Das ist ja mal total der Abfuck. Hm? Ich hatte noch nie Probleme mit dem Teleporter. Ja, weil dein Haus auch mittig drinne steht. Meins halt nicht, sondern am Rand. Und dann erkennt er den Teleporter nicht mehr. Wo kam denn das Geräusch her? Aus meinem Mund. Oha, okay, nicht schlecht. Worauf bereitet ihr euch gerade vor? Wir machen jetzt den Monolithen. Den. Warte. Die Spinne, ey. Die Spinne. Genau, die. Den Albtraum-Monolithen. Du lässt uns wieder zu dir porten, richtig? Yes. Also, für die Zuschauer von Money. Es gibt in dem Set Menü... Money. Ja, Money. Es gibt in dem Menü von... In dem Bildschirmmenü von Twitch gibt es so eine kleine Kachel. Die sieht aus wie so eine alte Filmklappe. Da müsst ihr euch jetzt sehr drauf konzentrieren, weil es wird glorreich werden. Oh nein, nein, Finger weg, vom Clip-Tool. Spielen und gleichzeitig da drauf drücken, das geht nicht. Vielleicht mit Finger weg vom Clip-Tool. Keiner von euch wird es anrühren. Niemand. Ich mal drauf. Nimmt er die letzten paar Sekunden einfach nicht schreien. Ja, ja, der nimmt die letzten 30 Sekunden auf. Die letzten 30? Hm? Ah, okay, dann habe ich jetzt halt. Sehr gut. Ja, finde ich auch. Hast du dich? Kannte ich gar nicht. Das ist sehr hilfreich. Finger weg. Finger weg vom Clip-Tool. Wir brauchen doch... Du brauchst doch neue Einsendung. Es könnte sein, dass ich sterbe. Also, nicht wundern. Wenn ich nicht gerade auf meinem Hauptbildschirm bin mit der Maus. Ja, ich möchte euch auch alle recht herzlich vorwarnen, mich runterzudrehen. Oder meinen Stream. Ich habe zwar einen Limiter drin. Ich, Und so, das ist ein kleiner harmloses Spinnchen. Ja. Du hättest hören müssen, wie ich rumgekreischt habe, als wir die das letzte Mal gemacht haben. Gibt's da keinen Clip? Nein. Schade. War das Offstream oder was? Nein. Aber es hat Wobei, wenn du rumschreist, könnte es sein, dass mein Mikro
deine Stimme hört und aufnimmt und dann kommt der doppelte Schreien. Ja, ist doch noch besser. Metalleffekt. Passend zur Spinne? Der Schrei halt noch nach. Genau. Ja. 90 Meter, warte kurz. Da kann man einen abendfüllenden Film draus schneiden. Ja, bestimmt. So ein bisschen horrormäßig. 360 Sekunden. So, jetzt. Ready. Und gleich ist das so hart enttäuschend. kann ich porten? Yes. Das schöne Leder. Das Nerven-Schoki essen. Scream Alley Edition. Scream. So. Ich möchte dich nochmal an dein Follower-Ziel erinnern. Und das bietet dir besondere Möglichkeiten, dich über Streamclips Germany noch bekannter zu werden. Kannst du bitte einfach den Mund halten? Ist sie da schon bekannt oder wie? Nee, leider noch nicht, aber das müssen wir ja hinkriegen. Achso, ja. Immer schön ein bisschen Werbung einbauen. Damit wir dann das tolle Phasmo in VR spielen dürfen. Nicht. Ich hab kein Problem. Ich schrei in mich hier hinein. Ich nicht! Ich werde hier wahrscheinlich mit Popcorn sitzen und dem Ganzen beiwohnen. Oh, nee. Schön Backseat Gaming. Gut, dass es niemals passieren wird. Und die Tastenkombo immer gedrückt halten fast. Das ist viel Clips. Nee. Okay. Das gefällt mir hier. Oh, und gleich fängt das kleine Mädchen wieder an zu singen. Was für ein Mädchen? Oh, nee. Muss ich mir Ton anmachen? Mama, ich will nach Hause. Das ist nicht hier. Nee, aber das war auch gut. Nein, das war nicht gut. Die Nebenstory mit den Puppen? Ja. Ja. Oh. Die war cool. Nein! Also oh! Nicht. Ich höre sie singen. Oh nee. Ah ja. Oh nee! Oh. Video! Oh, es flackert! Ich will das nicht! Flackert! Ich will das nicht! Ich werde mich nicht erschrecken! Ich will das nicht. Oh Gott. Oh, ich hasse Spinnen, ehrlich. Oh nee. Oh, warte, kann ich hier? Stirb einfach. Hinten auf die Blasen schießen. Warum guckt ihr mich an? Hallo? Hallo? Sie macht dich halt. Ja, ich sie aber nicht. Als will sie Eier in dich ablegen. Und sie spürt die Angst. Oder so. Alter, ich sehe nichts. Immun. Okay. Können wir das bitte nicht machen? Hier liegt Loot. Ach, Sarah. Wir müssen alle Spinneneier killen. Okay, wir sind Spinneneier. Oh. Ja. Bleib mir fern. Ja, wo sind denn hier Spinneneier? Ich sehe überhaupt nichts.
Ich sehe auch nicht viel. Nö. Oh, da hinten sind Spinnen. Oh nee, da kommt. Nee, da kommt Spinnen. Ihi, pui, 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 pui. Eck, stirb. Oh, da hinten ist noch eins bei euch. Oh, die ist so eklig. Oh. Stirb doch einfach! Hallo, 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 komm nicht näher. Nein, stopp. Davon halte ich nichts außer ganz viel Abstand. Wo ist die Mama-Spinne hin? Weil das wird nicht die sein, die da. Ist die das? Ja, ja. Bleib weg. Nicht schon wieder. Ganz interessant. Geh weg. Nee. Nee. Halt dich fern. Ja, du scheinst deinen Spaß zu haben. Ich will das nicht. Das ist. Ich hab gerade gedacht. Ich hab mich überhaupt nicht erschrocken. Überhaupt nicht. Nein, das Schreien, das war nur damit ich hätte. Das war weil. Darum. Nein! Lass mich in Ruhe. Ich will das nicht. Ich sehe keine Spinneneier, das ist das Problem. Ich sehe sie. Ach so, rot. Doch. Da ist eins, da ist eins. Die sind alle am Rand. Keins nimmt. Ja, ja, jetzt sehe ich welche. Hilfe! Hilfe! Alle die was? Hilfe? Ja, ich war gerade eingesperrt. Nee! Hotzifix! Die Spinne mag dich echt sehr. Erstaunlich, was für ein Fokus die auf dich hat. Ja. Nein! Och, jetzt, ihr kleinen Kackviecher! Bleib weg! Nein, 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 nein! Und sie ist wieder unsterblich, oder wie? Nein, noch das nicht. Jetzt noch nicht. Ich versteck mich halt einfach hier, dann kriegst du mich nicht. Hm? Ich nicht. Wo ist sie hin? Mag sie mich? Oh, ich hab Kopfschmerzen. So schlimm? Ist die Frage ernst gemeint? Ja. Oh, Moment. Raumfänger. Oh, ich habe einen Traumfänger tätowiert. Wollen wir die nochmal machen? Nein. Was? Wieso? Darum. Warum? Wollen wir nicht. Blut? Und nun Herr von oben der gigantische Badeschlappen des Grauens mit einer gigantischen Fuß in einer weißen Sportsocke. Was? So, der Clip. Wie geht das jetzt mit dem Clip? Ja, jetzt wird das schon zu lange her sein. Ich hab's vorhin gespeichert, also keine Sorge. Hab da schnell drauf gedrückt und das nimmt er ja dann im Speicher. Oder geht das nicht mehr? Doch, das müsste eigentlich gehen. Ich höre halt nichts mehr, das Komische. Ich weiß halt nichts mehr, wo der Clip war. Und wenn ich veröffentlichen drücke, ist er. Das müsste ungefähr hier sein. Nein, immer. Hier, ich hab Sekunden. Einfach fast nichts an Schaden gemacht, weil ich die ganze Zeit nur weggerannt bin.
brauche einen Titel. Und du brauchst keinen Titel, du kannst es auch einfach löschen. Ich werde den Clip garantiert nicht einreichen. Wieso denn nicht? Clip wird veröffentlicht. Kuchen backen, weißt du? Was? Ah, ja. Okay. Nee, das steht unten drunter. Ich habe noch nie einen Clip veröffentlicht. Da ist so ein Kästchen und da steht drin, irgendwelche Sachen drin. Mathe lernen, dein Clip wird erstellt, Drucker einschalten. Okay. Ei, habe ich wenig Damage gemacht. Ich habe die Hälfte von dir gemacht. Trotzdem wenig. Und ich habe so viel gemacht wie ihr beide zusammen. Ja, 50%. Ja. Ja, das Auto ist natürlich schon geiler, weil Sniper, es zieht sich. Mani, guck dir mal deinen letzten Clip an. Warte. Wo sieht man denn die Clips? Ist der schon veröffentlicht oder was? Nee, da gibt's schon einen anderen. Ach so, okay. Oh doch, ist doch der S von dir. Hab ich's richtig geschnitten? Ich hab keine Ahnung. Kenn mich da nicht aus. And it looks like you've got something interesting. A dream catcher? So this web spun itself a spider. Wo sind die Clips? Alle Clips anzeigen? You risked your life to save them. Will I ever be strong enough to go back into the world? Also, mir wird er nicht angezeigt. Mir auch nicht. Okay. Aber beim Clip, bei meinem Clip wird er nicht angezeigt. Clips meines Kanals. Ach, doch hier. Yet invincible. Okay. Hat nicht funktioniert. On, like kann man die wieder das rausnehmen? Ach doch, jetzt. Hat leider nicht funktioniert. Also man muss es echt sofort machen. Ja. Und halt auch wirklich dann direkt hochladen. Verstehe. Kann man das löschen? Irgendwie? Irgendwo? Eine Taste? Ich kann das löschen. Okay. Aber den Clip fand ich eigentlich auch lustig. Ich gucke ihn mir nachher mal an. Das ist der Clip, wo ich erkläre, wie man Clips macht. Was? Jo. Komisch, okay. Das war ja davor. Strange. Na, vielleicht gibt's da noch einen. Hab ich außerdem zwei Clips erstellt? Oder wie? Oder was? Ja. Echt jetzt? Weiß ich nicht. Bin ich so unfähig? Na Gott sei Dank. Nee, also ich ziehe nur einen Clip leider. Das Interessante ist, bei mir wird der richtige Clip noch angezeigt. Aber ich kann nichts mehr machen. Und ich kann auch nicht mehr Play drücken an dem Clip. Sehr strange. Oh Mann, das war ja wild. Gut, dass das mit dem Clip nicht anständig geklappt hat. Ja, schade. Na doch, der ist da.
Der ist da. Ich hab einen Link von dem Clip jetzt bekommen. Ah, vielleicht brauchte der im Moment. Ja, vielleicht. Ich hab zwei Clips gemacht, ich bin echt unfähig. Aber der erste Clip ist auch super. An dem habe ich nichts gemacht. Kann dann ja jemand anderes einreichen. Nur, wie kann ich das jetzt... Aber den sieht man hier nicht. Ich habe den Clip hier noch als Link. Musst du den vielleicht veröffentlichen noch? Function Video anzeigen, live zuschauen, teilen, Clip melden. Ich sehe da jetzt nichts mit veröffentlichen. Ich kann ja auch kurz mal einen Bildschirm streamen in Discord. Wo ist es? Nein. Was? War ganz kurz, vielleicht ein bisschen knapp. Ah ja, das ist ein Delay bei mir gerade. Also das hier wäre der Clip. Live schon, aber... Vor 10 Minuten. Kann ich dir jetzt auch nicht sagen, was da falsch läuft. Okay, das war's mit meinem Motorrad. Und tschüss. Ah, jetzt ist er da. Passt. Oh, so cool. Mal schauen, wie lange er drin bleibt. Ups, jetzt bin ich falsch. Keine Clips. Sagst du jetzt? Muss ich wieder den Stream anmachen? Aus welchem Falschen geschlossen? Ja, das war lustig. So, gut. Und auf zu Hotdog. Machen wir gleich weiter mit der Story, oder? Ich hätte zumindest die Quest abgegeben und dann geguckt, was. Ja. So, ich bin auch fertig, was muss ich machen? Hotdog. Wo ist Hotdog? In der Base. Also nach Hause teleportieren und wieder dorthin teleportieren, okay. Wo ist meine Heimat? Ja, ihr seid ja alle umgezogen. Ja. Und so ist es. Jupp. Liegt aber nicht an dir. Was hast du jetzt gesagt? Liegt ja wirklich nicht an ihr. Nee, ist echt nicht so. Ich will halt Säure haben. Ja. Und ich bin zu voll, es aktiv zu farmen. Ich glaube, das, was ich da erfahre, verballere ich wieder. Ja, vor allem, wenn die Base dann vernünftig aufgebaut ist mit der passiven Farm, kann jeder da aus dem Hive, glaube ich, rangehen und sich mal eben Säure rausholen, wenn der andere gerade nicht spielt. Ah, ich glaube, so krass produktiv ist die, glaube ich, gar nicht. Man kann es natürlich schon erweitern, aber irgendwann hast du halt Energieprobleme. Was ich jetzt schon habe. Oh. Es gibt noch irgendwie so einen Resonanzgenerator, den kannst du einfach da reinstellen, wo du durch Sternenstaub Schäden bekommst und der produziert dann dafür Energie. Oh, nice. Ob das auch mit der Quote braucht oder nicht? Weil ich habe jetzt nur einen geringen Ausschlag. Ja, ich glaube irgendwie, sobald der Ausschlag ist. Okay. Das Problem ist, das steht halt da mitten auf dem Feld. Tja. Aber mal, ich weiß gar nicht, greifen die Viecher sowas an? Ich glaube nicht, die greifen, wollen eigentlich nur zum Sternendings. Soll ich euch porten zu dem? Ich bin schon, wo zu dem? Ich bin schon beim nächsten. Wie beim nächsten?
Ich hab das schon abgegeben und bin jetzt beim nächsten. Oh. Und schon in einer anderen Stadt. You made it back in one piece. Wer ist zwei? So my instincts were right then. Ach, Manni, Manni rennt auch schon zu mir. Ich habe nur leider vergessen, mein Motorrad zu reparieren, als ich gerade zu Hause war. Heißt, ich muss jetzt 700 Meter noch laufen. Soll ich euch porten? Gerne. Sag, wenn du fertig bist. Ich kann geportet werden. Juli ist raus. Dango. Danke. Oh, was war das nächste? Besuch Klein Warren, den Bürgermeister von Talgra. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist. A deviation. This deviation goes far beyond. They never returned. So I don't know what, but now that you're here, I'm they chase down passersby, and please make sure you're well prepared. Seht ihr den Bürgermeister auf der Karte? Man, am I glad to see you. Haven't heard? Something's been creeping into the locals have started calling it the silent. Oh, that's a whole other story. Something's off about that guy. If you want, you can ask him about it. Wie heißt der? Klein Warren. Da hinten ist der. Okay. Bei Zuschauer kommt schon direkt das nächste Gewitter. Ach, nett. Oh, okay. Solange es nicht so war wie vor, wann war das? Vor 2-3 Wochen? 4 Wochen? Da gab es bei uns Überschwemmungen. Mhm. Das war nicht lustig. Ich war genau eine Woche später unten dann in Regensburg. da muss ja ganz schön viel Wasser dann da schon drin sein. Puh. Es hat echt ordentlich geregnet bei uns. Ja. Hatten da auch ein paar Einsätze. Wegen Überflutung vom Keller und Ausfall von Technik. Ja, das ist ja normal, egal bei welchem Gewitter gefühlt. Actually, I'm trying to understand more about. Da, wo ist denn der Gutste? Wie oft muss ich jetzt noch hin und her rennen? So, jetzt muss ich 1,2 Kilometer darüber. Da oben in die Stadt. Kann ich mich da irgendwie hinteleportieren? Habt ihr euch schon den Teleporter gesichert? Ich schon. Okay, gut. Wo ist hier der Ausgang? Ah, da ist er. Oh, hier gab's noch eine Mission. Naja, aber jetzt wo du sagst, wo ist die denn? Draußen ist einer. Es ist nur die eine. Ich habe hier noch eine Missionsanzeige gehabt. Aber bei mir ist da draußen vor dem Zaun einer. Aber bei mir hat hier noch jemand. Ja. Warte mal. Hier. Die hier hat bei mir noch eine Quest. Andrea. Ja, die hatte ich schon, aber da gibt es irgendwie noch eine in der Umgebung. Achso. Nee, hier draußen bei mir. Einer, der am Wasser geht. Oh, nice. Ich habe hier ein Kind gefunden. Ah, noch 35 Stunden bis zu den nächsten Wocheninhalten. Oh, die Aufgabe ist schon abgeschlossen, also habe ich sie schon irgendwie gemacht. So, geht's auch. So, jetzt soll ich wieder reingehen. Ach, die mobben doch einen. Ich hab raus, jetzt muss ich wieder rein. Edition 14 in No Man's Sky startet anscheinend morgen. Ach, da ist der Teleporter. Schön. Ich bin gespannt, wie viele Teleporter ich dann, wenn morgen eine neue Quest dafür kommt, wie viele ich dann schon habe. Mhm. Ich meine, in der ersten Woche waren es 10, jetzt waren es 20, liegt ja nahe, dass dann jetzt 30 werden.
Vielleicht. Kann gut sein. Oh Gott, ich muss. Du musst? Quests erledigen. Ja, bei mir füllt sich die Questliste auch immer mehr. Oder bist du am Limit? Es gibt ein Limit? Keine Ahnung. Nee, bis jetzt noch nicht. Ich wüsste nichts davon, aber wer weiß, in manchen Spielen gibt es Limits, wo man maximal was annehmen kann. Mhm. So, wollen wir als nächstes dieses Käferhive machen? Käferhive? Ja, kann man machen. Komm ich nicht weg, die ihren Dauern bin ich mit irgendwelchen Quests abschließen, annehmen. Quatschen. Wo ist das denn? Das ist wieder bei Depthswill oder wie das hieß? Ist da irgendwas in der Nähe, wo man sich hinporten kann? Ja, die Stadt. Alles klar. Greywater Camp müssen wir uns porten. Ja. Ach shoot, ich habe kein Motorrad. Ich lauf eben. Wie heißt denn die Quest? Heißt die Käfer, ja. Sache nach dem Käferhive. Ah ja, KF. Wo muss ich denn da hin? Achso, ich glaube, ich musste erst mit in der Stadt mit ihm quatschen. Oh. Das war nur Müllsäcke. Es sah im Mondschein aus wie Silber. Gute Reise. Ach, mein Dings ist wieder kaputt. Meine Karte. Oh, hier sind Viecher, die Säure geben. Ich weiß nicht, wo ich hinrennen muss. Bin ich mit Mary? Ah, die ist unten in so einem Lagerhaus, wenn du an die... Du musst das auch noch machen. Ich? Ja, bei dir steht das drin, sprich mit Mary. Ja, aber die steht hier. Bei mir steht Such Mary. Genau, und die ist... hier. Ah ja, also den Punkt im Spiel sehe ich. 50 Meter. Ich sehe auf der Karte nur nichts. Bei mir ist auf der Minikarte sind ja ganz viele gestrichte Linien und ja. Nichts funktioniert hier. Nix. Das ist ja förmlich kacke. Okay, jetzt muss ich 400 Meter irgendwo dorthin. Ja, sie weiß nicht, was da drin ist, aber wenn es um Käfer geht, dann würde ich vermuten, dass da Käfer drin sind, vielleicht. Aber wie gesagt, nur eine Vermutung. Weiß sie ja nicht. Nee. Da sind doch keine Käfer drin. Vielleicht Spinnen. Nicht schon wieder. Ja, Käfer und Spinnen sind jetzt nicht so weit auseinander. Oh. Alles krabbelt auf dem Boden. Oh, wenn ich da runterfahre, ist mein Motorrad. Gott. So, muss ich hier was machen? Quatschen. Excellent. You made it. Kann ich quatschen? Quatschen. I don't know. But there's only one way to find out. Gut, ich muss jetzt hier rein. Ich glaube, wir alle. Ladies first. Dankeschön. Oh ja, das sind die Viecher, die Säure geben. Yes. Wenn sie was droppen. Jetzt habe ich mich auf Käfer gefreut. Vielleicht haben sie den Intelligenzstatus von Käfern. Kann sein, kann sein. Aber rennen Käfer normal zu Menschen hin?
Ich glaube, die laufen zu Licht. Ah, vielleicht nicht doch. Oh. Achso. Erstmal wird's abgeschossen. Ja, ich auch. Stark von aus, dass das wieder so ein Singleplayer-Ding ist. Wenn jetzt noch was passiert. Looks like a Mayflower. Hasn't been used in a long time. Well, that isn't a good sound. Guess you weren't the only one curious about this. You'll need to hold them all. Jo, kriegen wir hin. Ach, ihr seid schon alle weg. Okay. Singleplayer-Ding. Achso. Ich dachte, ihr habt mich schon wieder allein gelassen. Achso, du redest doch gerade nur mit Mary, oder nicht? Nicht mehr. Achso. Oh, nee. Muss ich den Scheiß ja auch noch alleine machen, oder was? Du hast einen Kopfschuss und diesen Tod. Oh, das sind ja Gegner. Ja, 10 Stück sollen wir töten. Ja, ich hab nicht gelesen. Wow. Genau. Oh, da oben ist eine Truhe. Erstmal Truhe looten. Ihr Mistviecher. Oh wow, die haben sich gerade selber weggesprengt. Ich stand mittendrin. Fertig. Oh. Da bist du. Und wieder zurück. So. Ah, da seid ihr ja wieder. Hallo. Hallo. Oh, nice, Heilung. Lol, das ist hier nochmal Loot. The Mayflies gathered. They tried to, but why take such a huge gamble? Doch, Dokument auf dem Okay. Verabschieden. Okay. So. Und nochmal looten. Juhu. Oh, hier ist eine Kiste. Nice. Nur noch Verwahrungskiste, aber eine Kiste. So, vertrauliche Dokumente. Das werde ich mir nicht durchlesen. Oh, ich habe Thermosbecher erhalten. Nice. Brauchst du nur eine Kaffeemaschine? Ja, die habe ich bestimmt auch irgendwann mal gelootet. Hm. Jo, das war's. Ja, wo wir jetzt ist halt so gar nicht in der Nähe von irgendwas. Da oben noch eine Aufgabe, Zwangsarbeit. Eine Nebenquest. In der Stadt. Manni, wir müssen mal eben handeln. Oh, das kann ich dir nicht rübergeben. Schweinerei. Okay. Schade. Was wolltest du mir geben? Ein Bauplan. Obwohl. Ja, genau. Ich werf den eben auf den Boden. Bitteschön. Dankeschön. Ich will kein Gel, ich will Säure. Leute, gib mir Säure. Boah, ich hab vergessen, mich zu verabschieden. Oh. Was? So. Ich wollte noch mal zurück. So, ich gehe jetzt erstmal nach Hause und repariere mein Motorrad. Das ist ja furchtbar ohne. Mitten durch das Dorf ging eine weiße Regenwand. Oh Gott. Das ist ja maximal ekelhaft.
Und das Dorf ist da drin verschwunden. Okay, also war es kein kleines Gewitter. Ja, bei dem Preis für den Laptop würde ich den auch auf jeden Fall auf Akku laufen lassen, wenn dann da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, einen Blitz einen Einschlag zu haben. So, machen wir die Quest jetzt noch weiter? Ach so, ne Moment, die ist abgeschlossen. Die ist fertig. Okay. Warte mal, dem Wahn verfallen. Haben wir jetzt nicht das Gebiet freigeschalten, wo das ist? Warte. Warte. Doch, das ist... Hä? Wie nicht freigeschalten? Du kannst doch überall hinfahren. Nee, warte, warte. Warte, warte. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich muss mal eben nochmal auf die Karte gucken. Hier treffen vier Wege aufeinander. Muss irgendwo hier unten gewesen sein. Hier. Hier müsste das sein. Ja, vielleicht können wir ja dann, wenn ihr Lust habt, noch die eine Hauptquest machen in Tall Grass und dann eben runter zu der Schatzkarte fahren. Wo hast du die denn markiert? Ich weiß nicht, ich habe nur einen normalen Pin gesetzt. Können wir von der Herberge von Tall Grass einfach ausfahren, oder? Mhm. Oh, ich habe ein Foto gefunden. Ich habe mich selber umgebracht. Oh ne, ich habe doch kein Foto gefunden. Ah, das Spiel ist toll. Du sollst dich nicht selbst umbringen, das weißt du, aber ja. Was? Wieso? Ach, ich weiß nicht, weil das ist nicht so gut, habe ich mir sagen lassen. Macht so viel Spaß. Ja, das Spielmonster ist fies. Ich habe nicht geblickt, wie man das tötet. Ja, wo bin ich jetzt gespawnt? Will ich doch gar nicht hin. Oh. Okay, der deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung ausgesprochen. Nice. wo rennt ihr jetzt hin? Weil ich sehe ja keine Markierungen. Ich sehe die Markierung auch nicht, aber wir treffen uns in Tall Grass. Achso, ja, bei der Hauptquest. Ich sehe ja nichts. Also, wo war das? Wieso siehst du die Hauptquest nicht? Ich sehe, ja, weil meine Karte verbuggt ist. Minikarte ist auch verbuggt, alles ist verbuggt. Nichts funktioniert. Oh. Achso, ja, wir könnten natürlich auch vorher noch die Nebenquest machen hier. Untersuche die Umgebung des Unfallorts. Ich stehe davor. Und das sind Gegner, die Säure geben. Ich kann gleich einen Teleport machen. Ist gut, ich habe den Würfel nicht aufgestellt. Vielleicht sollte ich das mal tun. Ja. Ist nicht schlecht. Und ich muss mal wieder abbauen. Ich habe einen grünen Sessel bekommen. Nice. Glückwunsch dazu. Danke. So, wird die Fahrt das noch überleben mit dem Motorrad, was nur noch ein Zehntel Prozent noch hat an Leben? Eieiei. Soll ich dich teleportieren? Gegen die Wand. Ja, bitte. Habe ich die Quest überhaupt? Jetzt wird's interessant. Oh, guck mal hier.
Was ist denn das? Ein Rosetta-Forscher. Oh. Helfen wir denen jetzt? Sind das nicht eigentlich unsere Gegner? Ja, eigentlich schon. Sternenstaubverteiler, die machen das? Das aber nicht gut. Oh, wie weit sind die jetzt auseinander hier? Oh boy, okay. Und wir haben übrigens eine neue Quest, eine neue Hauptquest in der Stadt, die heißt Dichtes Netz. Mhm. Soll mir das jetzt was sagen? Weiß ich nicht. Bin ich schon irgendwie verdächtig, so mit Spinne und Netz und so. Bin ich nur so ein mittelmäßiger Fan von. Kommt Spinne Nummer 2? Vielleicht ist sie noch größer, noch ekliger. Nein. da, oh Gott, 500 und 800 Meter. Das ist richtig. Ups. Ich wusste natürlich, dass du neben mir stehst. Hallo Jafar. Warum Hallo Jafar. Hallo. Wer oder was ist ein Chompy? Hier ist auch noch eine Aufbewahrungstruhe drin. Wow, der Satz kam gerade unfassbar langsam raus. Auf dem Dach ist noch eine. Achso, ja, die hatte ich schon. Ich dachte, die hättest du auch, weil du da schon oben warst. Oh, nee. Cool. Ich habe da was cool Leuchtendes gesehen und bin direkt runtergesprungen. Geht nicht, das Emote wurde mir vorgeschlagen. Ach so. Ja, mir wird das in OBS sowieso nicht angezeigt. Warte, ich guck gleich nach, nachdem ich geguckt habe, ob mich hier auch nichts angreift. Oh wow, ich habe keine Muni mehr. Da! Die rennt! Stirb! Nein! Oh, die rennen alle. Siehst du aufs andere raus? Oh Gott, oh Gott. Oh, können die mal aufhören zu rennen? Endlich mal ein bisschen Action hier. Jo. Nein. Aber irgendwas ist hier mit der Straße falsch. Wieso? Weil sie schwebt? Ja, und weil du drunter gucken kannst. Oho. Telefon. Oh nee. Geh doch mal ran. Nee. Ah, ich glaube, das habe ich schon gemacht. Ich höre kein Telefon. Ich auch nicht mehr. Ist schon angegangen. Hast du? Sie hat ihren Sound leise gedreht. Auch eine Möglichkeit. Eine kleine Aufbewahrungskiste. Das hat mich jetzt erschreckt, dass auf irgendwo einmal einer steht und mich anschreit. Hier ist auch noch eine Aufbewahrungskiste. Auf dem Dach. Beziehungsweise auf dem Vordach, so ein kleines Dächlein. Was passiert hier? Du musst es richtig anordnen. Das an die Wand, den Mülleimer da noch an die Wand. Dieser gelbe Sack. Also die Flaschen an die Wand und den Müllsack noch an die Wand und dann müsst ihr auf der anderen Seite ich auch noch was. Ich kann den Müllsack nicht an die Wand schieben. Also? Dreh nochmal. Letzter. Das passt schon. Und dann musst du da hinten noch was drehen. Irgendwo. Hä? Bei dir ist da nichts. Nee. Da sind aber nichts. Bei dir müsste so ein Gerät sein eigentlich. Ja. Ja, ich hab mir wird hier teilweise was angezeigt, also aber nur Schrift. Mäßig. Moment. Du musst in der Ecke stehen. Im Raum. Bei dir. Da, wo ich die ganze Zeit versuche, irgendwie was zu aktivieren.
Und da ist ein Random gerade bei dir vorbeigerannt. Ich denke mir so, hä, wer ist denn da jetzt vorbeigerannt? Ja, Instrumentation steht da bei mir jetzt, aber ja, ich sehe da nichts. Das musst du anklicken, auch wenn du da nichts siehst. Ich kann hier nichts anklicken. Ich auch nicht. Dann ist es buggy. Naja, passiert. Schade. So, in dem Raum war ich noch gar nicht. Hier draußen ist noch eine Aufbewahrungstruhe. Oh. Ich habe mit draufspringen das gelöst. Nicht schlecht. Boah, dieses blöde Schutzhelm. Wieso haben die alle Helme auf? Unglaublich. Ja, ne? Kann ich sie gar nicht mehr one-shotten. Aufbewahrungskiste. Oh, noch eine. Ne, das ist ein Wagenkorb, okay. Wagenbeutel. Oh, ist das eine Waffenkiste? Das sieht eine Waffenkiste aus. Ne, nur eine Aufbewahrungskiste. Was halb versunken ist. Oh, sauber. Also wurde jetzt für nächste Woche, ne, für morgen angekündigt, Zuschauer. Soll ich euch teleportieren? Wo bist du denn überhaupt? Gerne. Bei der Quest. Ja, keine Ahnung, wo bist du, aber ja. Ah, okay. Hat der Teleport eigentlich einen Cooldown? Nope. Aber eine Anzahl. Ja, kannst du so oft teleportieren, wie oft du das halt gecraftet hast. Ja. Oh. Da ist eine Vogelscheuche. Oh, ich will die Vogel. Dahin. Da ist irgendwas, da schwebt irgendwas. Okay, dann mal gucken, was da bei dir runterkommt. Ich habe eine seltsame Tür bekommen. Wow. Das leuchten hier die Türen. What the fuck? Oh, so ein komisches Rätsel. Ja, ich nehme die blaue Tür. Okay, jetzt blaue Tür weg. Jetzt will ich in die gelbe Tür. Woher war es denn das? Nein, gelbe Tür war es nicht. Oh, jetzt porte ich mich irgendwo hin. Wo bin ich jetzt? Hä? Achso, von vorne oder wie? Ja. Achso, okay, dann wohl blau, rot, gelb. Ja, wollte ich gerade sagen. Was? Blau, rot, gelb. Türen. Blau. Rot. Ich hätte mein Radio angemacht. Ich. Gelb. Okay. Ob ich noch die 200 Meter komme mit meinem Motorrad, mal gucken. Also Zuschauer, baut ihr euch da jetzt eine Megazelle? Mein Motorrad spawnt nicht. Gut. Wow. Es ist wohl maximal kaputt. Ich kann nicht mal mehr zielen. Ich kann gar nichts mehr machen. Und ich werde von Wölfen angegriffen. Ach doch, jetzt kann ich wieder. Ja, was zur Hölle war das denn jetzt gerade?
Hast du vielleicht aus dem Spiel rausgeklickt? Nee, ich bin ja gelaufen. Ja, oder Baumenü. Das passiert mir auch mal. Nee, auch nicht. Vielleicht immer noch in dem Motorradmenü drin? Das kann sein, weil er das nicht gesetzt hat, dass er das nicht hinbekommen hat. Oh, ja, dann bricht er auch nicht ab. Wowie. Da ist eine Kiste im Haus. Oh ja. Okay. Aber ich glaube, nachdem ich den Sternenstaubverteiler da aktiviert habe, mache ich Feierabend für heute. Ich habe übertrieben Kopfschmerzen. Oh. Dann leite ich die Leute noch an dich weiter und dann kannst du dir jemanden raussuchen, an den du weiterverteilst. Joa, ich werde dann noch ein bisschen wahrscheinlich an der Butze bauen. So, jetzt sind wir wieder zurück zu dem Typen. Oh. Ja, okay, gut. Das mache ich auch noch eben mit. Aber hier unten gibt es noch eine Mission. Was? Wo ist eine Mission? Oben, da. Ich kann einfach mal hinterher. Aber ich sehe keine. Hallo, warum schießt du denn auf uns? Also bei Zuschauer geht wohl gerade die Welt unter. Oh no. Und die haben sich da entschieden, einfach mal zu testen, was passiert, wenn du die maximale Anzahl an Blitzen runterbringst. Und so, dann verstehen, oben. Daneben. Daneben. Alles Gute zum Geburtstag, was? 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 Die Aufgabe. Wir stören sie bei der Feier, das ist ja nicht nett. Mann, sind wir Assis. Aber ja, furchtbar, oder? Ja. Zu rennen. Oh, das ist wieder was für dich. Lol, die Kiste ist offen. Was für eine Kiste? Wie hast du die Zahlen denn aufgehoben? Ich hab keinen Plan, ich bin hier rumgehüpft, hab irgendwas geklickt, FFFF gespammt und dann war's offen. Ich hab echt keinen Plan, also. Und jetzt. Okay, interessant. Sind hier noch mehr Zahlen? Wir sollten eine Zahl aufheben. Hier. Einfach die Wand ansprechen. Und hier oben ist noch eine Waffenkiste. Auf dem Dach. Oder halt auf dem Dachboden. Dachboden, ja, Dachböden. Ja, eigentlich, ja, ich weiß nicht. Für mich ist das kein Dachboden. Nee, ist oberste Etage. Weil irgendwie die Treppe ist nur falsch, diese Leiter. Ja. Das ist nix. Juri, jetzt müssen wir wieder zu dem Typen rennen. Wo war der denn nochmal? Welche Aufgabe war das? Ja. Feindselige Atmosphäre. Auf keinen Stein mehr erwischen, sonst ist er hin. Das war knapp. Da sind Wölfies. Umfahren! Umfahren, nicht umfahren. Umfahren! Umfahren. Ja, so. Oh. Ah, runter. Ah, Gott. Scheiße. Das war knapp. Sorry. Also sagst du die hört. Also Zuschauer, ich glaube, keiner möchte irgendwie auf dem Geburtstag mit Blitzen übersät werden. Das war nicht der Gang nach oben. Nee. Verdammt. Du kein Auto mehr, oder wie? Nee, ich hab wieder das Motorrad. Einfach nur unfähig. Ah. Wie unfähig? Ich bete, ja, dass du da durch die Welt backst. So. Oh, Wir müssen gar nicht so hoch. Ah, du bist da oben. Und das Motorrad kaputt.
Nein, so schnell geht. Mila! Mein Hund wollte zum Stream auch noch kurz Hallo sagen. Ich habe ein Rezept gefunden. Was? Rezept ist wichtiger als alles andere. Eh, wunderbar. Ich verabschiede mich eben und dann, Jo. Wo ist Rezept? Auf dem Tisch habe ich markiert. Ach, du kannst keine Markierung sehen, ne? Ah, da drüben was. Ich sehe es ja. Newborn Food. An old colleague of mine. He left them. Danke. So, als Quest abgeben. Und dann nach Hause teleportieren. Ja. Aufgabe. Verabschiedet sie sich gerade schon. Ja. Beam Ende Duck ist down. Ah, endlich. So, Motorrad reparieren mache ich als erstes, sonst vergesse ich. Unreinigt das Wasser. Hello there. So. So. Wir haben fertig geradet. Ja, habe ich gemerkt. Das ist gut. Na, was habt ihr gespielt? Wer hat den Clip eingesendet? Was? Was? Warte. Ach nee, vergiss. Nee, never mind. Ich bin doof. Den kannst du auch selbst einsenden. Ja. Mhm. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Ich gehe jetzt schlafen. Okay. Gute Nacht. Bye bye. Bye und bis die Tage. Jo. Paper Room. Oh, wie kriege ich das Ding montiert? Irgendwie will das nirgendwo haften. Muss ich jetzt echt eine Wand dahin setzen, damit es da haftet? Oh, ist lästig. Ja, das ist doch ganz normal. Eine schöne Halbwand hinbauen. Die da natürlich nicht hingeht. Oh. Dich nicht mehr 2000 Felder Edition. Oh nee, bitte nicht. Keine Reparatur nötig, was? Was? Achso. Hab mich nur verkriegt. Achso.
geht. So, wie sieht es hier aus? Saugt der das jetzt da an oder? Sieht nicht so aus, auch was an. Muss ich jetzt für jedes Ding eine fucking Pumpe hinbauen? Sein? Was meinst du? Ja, so eine. Wie heißt der Spaß? Wasserpumpe. Ich weiß nicht, was du machen willst, aber ich glaube ja. Säure anzapfen, wie baust du die Säuretanks auf? Da ist jetzt Wasser drin. Wie sieht hier aus? Der saugt das nicht an. Also bräuchte auch eine Pumpe. Das ist Stromverbrauch. Hm. Da. Strom? Wie kein Strom? Stromanzeige ist echt blöd im Spiel. Ich kann sehen, wie viel Strom ich hier verballer. Ich weiß jetzt auch nicht, ob du dafür vielleicht einfach so einen Stromkasten brauchst. Dass du das sehen kannst. Ich hab einen Schalter, oder was meinst du? Stromkasten in dem Sinne gibt es ja nicht. Ja, so ein Schalter halt, ne? Ja, wenn ich da drauf gehe, steht da Stromkosten 0 Watt. Das war's. Mehr sehe ich da nicht. Okay. Das ist, braucht 10 Watt. Das braucht 10 Watt. 10 Watt. 1 Watt. Ja, ich habe echt Stromprobleme. Nur eine Pumpe. Ich möchte noch ein Filter, ein Putzgerät. Wo kriegt man Automatikteile? Oder ich baue jetzt erstmal einen schlechteren Filter. Nicht den teuren. Und wofür brauchst du denn den Filter? Ich muss das Wasser filtern, um es dann zu bearbeiten. Ah. So. Du sollst hier reinmachen, du sollst dann hier rein. Du sollst es dann hier reinmachen. Natürlich brauchst du noch Strom. Funktioniert hier ja nicht.
So, der hat Wasser, aber der saugt es nicht an. Ja, ich muss echt überall diese Pumpen hinbauen. Ich muss bei jeder Verbindung eine Pumpe haben. Jeder Verbindung? Ja. Sonst funktionieren die Rohre irgendwie nicht. Weil der Osmo, der saugt es immer noch nicht rein, wie auch immer. Obwohl er Strom hat. Ist das Strom? Hast du Strompumpe? Ja, wird Strom. Ich sehe es in einer Minute. Warten. Ob das funktioniert hat oder nicht. Ich wollte keins bauen, ich wollte eigentlich nur das. Lol, du kannst ja alles ausblenden, einfach dann, okay. Muss ich das vielleicht so rumdrehen? Ich weiß nicht. Vielleicht von der Pumpe aus das so halten, weil irgendwie ist die Flussrichtung falsch. Saugt es nicht da rein. Verbindung irgendwie umdrehen. Was meinst du? Ja, mein Problem ist jetzt gerade, ich will eigentlich von der Pumpe, also von der Wasserpumpe, in ein Fass geben und vom Fass dann in den Filter. Problem ist, dass diese Verbindung nicht richtig funktioniert. Der nimmt nämlich vom Fass. Will er es reinpumpen und er will es zum Filter pumpen, also pumpt alles irgendwie dorthin, aber irgendwie nicht ins Fass. Also irgendwie ganz gut. Und ohne Pumpe geht es auch irgendwie nicht. Will es da auch rein? Wieso will er das mal reinpumpen? Soll das von dort nehmen und nicht raus? Vielleicht musst du da gar nichts machen. Ich will ja einen Zwischenspeicher haben. Weil der Osmo-Filter ist nicht so schnell, dass der da alles. Ja, das meinte ich, dass der da nichts braucht eigentlich. Wie was? Also, Pumpe. Ja, genau. Ja, Problem ist trotzdem, dass die Richtung dann falsch ist, weil dann würde der Osmo-Wasserfilter will das in den Kanister pumpen, obwohl er es eigentlich vom Kanister rausnehmen soll. Ich schaue mir das Video an. Habe ich es noch offen? Jo.
So. Hier ist nichts drin. Oh, hier ist verunreinigtes Wasser. Und das musst du jetzt in so einen Osmo-Filter reinjagen? Ja. Okidoki. Kannst natürlich auch den einfachen Filter nehmen, aber da ist natürlich die Gewinnung schlechter und er ist langsamer. Ja, ich muss erstmal einen einfachen Filter nehmen. Oh, bei mir funktioniert es wirklich einfach so. Guck mal. Ohne Pumpe. Ich habe 3 Pumpen, die hier in den einen Tank reinpumpen. Dann geht es in den zweiten Tank und dann geht es hier in den Filter rein. Oh, oder auch nicht. Funktioniert ohne Probleme. Nee, ich bin auf dem Wassertank, verdammt. Gute Nacht, Lala. Bis die Tage. Ciao. Okay. Oh, was ist okay? Ich check's. Hau raus. Top Secret. Was? Du hast Top Secret. Du hast 2 Anschlüsse an dem Ding. Einmal unten und einmal oben. An den Kanister. Und der hat da wohl 2 Anbindungspunkte. Und du musstest halt dann das Richtige wählen. Wo ich noch gerade kämpfe. Dass er es macht. Vielleicht sollte ich das Video einfach... Ich schau das Video komplett an. Oh, okay. Also es ist wirklich Gefälle. Gefälle bedingt, in welche Richtung das Wasser rinnt. Je nachdem, wie stark das Rohr fällt, in diese Richtung wird es halt dann auch fließen. Da du deine Pumpen so hochgesetzt hast, fallen sie halt runter. Okay, aber ich müsste... den Verunreinigten auch noch irgendwo anders hinsetzen. Ich schaue noch das Video kurz zu Ende. Ja, Zuschauer, ich drück dir die Daumen.
Was ich wirklich kacke finde, ist, dass du hier keine Snapping-Funktion hast. Außer bei den Bauteilen. Okay, die Pumpen verdrehen es einfach. Beide Richtungen werden verdreht. Die Pumpe macht es nicht passend, die dreht einfach beide Anschlussrichtungen. Das heißt, du musst wirklich aufpassen, höhenrichtungsmäßig. Oh Gott. Ja. Gut, also dann will ich es eigentlich so bauen, dass ich jetzt hier in dem Fall Keime brauche. Das heißt, dass ich dich höher setzen muss. ZF. Hier muss auch. Okay, ja. Oh mein Gott. So, das Feld und soll da oben. Nee. Oder. Ist eigentlich egal, ob es oben reinfällt oder unten. So, das fließt jetzt da rein. Jetzt soll das Fass das hier verdrehen. Nein. Für den anderen Punkt. Wieder oben. Nein. So, wie kriege ich jetzt das ein? Gott, kompliziert. Ja. Das fließt jetzt da in die Richtung. Genau, und jetzt braucht der hier Strom. Genau, jetzt fließt von der Pumpe von oben rein und das wird von unten in die Pumpe gezogen und drückt es in den Kompressor. Das fließt dann abwärts fallend in das Fass. Das sollte jetzt passen, die Richtung. So. Dann machen wir hier das Gleiche. Das verlege ich und baue es so rein. Dann brauche ich die Pumpe nicht. Die Kabel kann ich nicht anbringen, ich will ein Rohr anbringen. Dieses Rohr soll direkt hier rein. Und das, Moment, das. Wow. Nein. Was? Ich habe auch zwei Tanks miteinander verbunden, sondern zwei Pumpen miteinander verbunden. Vielleicht geht das ja auch, dass du das eine Wasser dann in die Pumpe, in den einen Tank pumpst von der Pumpe und pumpst dann von dem in den nächsten Tank und der liefert es dann mit einem Rohr nur dorthin. Vielleicht geht das ja. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Okay, gut. Das sollte dann so passen. Das fließt rein, aber ich habe irgendwo einen Strom abgeschnitten. Genau, da habe ich den Strom abgeschnitten. Da geht der Strom zu dem, der ist versorgt. Den versorgt er nicht. Richten. Nix. Den. Dann gehst du den, der also die Pumpe. Oh, Konstruktion. Strom fehlt? Was? Wieso fehlt Strom? Strom? Du hast Strom. Du Strom? Du hast Strom, hast du Strom? Du hast Strom. Ist das nicht auch verbunden? Hast du Strom? Du hast auch Strom.
So, und wie sieht's bei dir aus? Du hast keinen Strom mehr. Ich verbrauche wohl zu viel Strom. Das ist gut. Und wo, was muss man dann noch mit der unreinen Säure machen? Du brauchst einmal sauberes Wasser und einmal unreines Wasser. Und das mischst du dann in einem Fass. Und dann kriegst du Säure daraus. Richtig. So soll das sein. Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich muss jetzt schauen, wie ich genug Strom zusammenkriege. Das Wasser koche ich jetzt einfach ab. Ich guck mal bei den anderen Leuten, wie die das gelöst haben. Was heißt andere Leute? Es sind doch noch andere Häuser bei dir. Jo. Zuschauer, ich wünsche dir eine gute Nacht, schlaf gut und dann bis morgen. Eine gute Nacht. Ein Ofen Strom, wenn er nicht an ist? Oh, das weiß ich gar nicht. Einfach weg damit. Ja. Ja. Hab ihr zwei davon, vielleicht einer. Der hat wirklich einfach stumpf eine Pumpe genommen und das nach oben geführt. Jetzt halt genug Wasser. Denkt sich drum. Oder kann sein, dass es so, das Solar so schwanken. Das könnte auch sein. Ah. Okay. Ja, ich hab's rausgefunden. Warten. Der sammelt so das Regenwasser, okay. Genau, der sammelt so das Regenwasser und gibt das dann nach hier unten und von hier unten kommt einer. Ach, der lässt den durch beide hier befüllen. Er hat das auf die Kiste angeschlossen? Oder wo läuft das hin? Nee, das läuft hier oben in den... Okay, in einen Filter, ja. In einen Wassertank rein? Ja, genau, das habe ich schon gesehen, ja. Und dann in den Filter? Und genau, wohin noch? Ja, das war's. Was ist das für ein Kabel, was runtergeht da? Das hier? Nee, das war der Schlauch an der Wand. Der blaue. Der da, ja. Der am Bett. Genau, der geht nach unten. Also der lang. Filter reinigt eigentlich nur das Wasser. Geht der noch irgendwo anders hin? Ja, der zieht von hier unten noch. Hä? Wie, der... Hä? Der muss eigentlich in ein Fass rein. Wo geht der da hin?
Ja, vielleicht lässt er immer beides durchfiltern. Ich weiß nicht, wie viel hat denn dieser osmotische Filter an Outputs? 2 zu 1 und das... Also der Austausch ist 2 zu 1. Und der macht... Unreine Säure macht er. Jede Minute 2 Stück. Schade. Warten. Ja, der hat nicht geholfen. Dann gehen wir beim nächsten gucken. Ich mich frage, wieso fließt das da nicht runter? Nicht mal die unreine Säure. Kann nicht gespendet werden, so nicht. Unreine Säure geht da nicht rein. Na, guck mal, was der hier macht. Der hat 6 Pumpen. Oh, die das in 3 reinjagen und dann das Fass hier und dann befüllt er das hier automatisch. Und dann hat er hier, ich denke mal, 3 Wasserpumpen, die das einfach so noch befüllen mit. Aber guck mal, ja, du brauchst reines Wasser und schmutziges Wasser, du brauchst beides. Ah ja, okay, der hat auch gute Stromproduktion. Ja, wie, was, das reine Wasser brauchst du wofür? Das kommt in den Fass rein, das wird in einem Brauchfass getan. Mit dem unreinen Wasser. Und dann müsste man eigentlich unreine Säure reinmachen, aber irgendwie klappt das nicht. Vielleicht brauchst du nur unreine Säure? Jetzt nehme ich mal... Alter. Nicht genug. Ich hab doch 2. Scheiße. Also der weiß, wie man spielt. Oh, geil, der hat die Werkzeugkästen als Laptops verwendet. Ne, nice. Kann das da nicht reinschütten? Wieso kann ich das da nicht reinschütten? Ich schaue mir das Video weiter an.
Oh, ich brauche Stahlplatten. Oh mein Gott. Tut da die unreine Säure rein, aber ich kann die da nicht reintun. Verstehe ich nicht. Wir verarschen. Wir kein Tutorial. Da ist kaputt. Oh, wo ist die unreine Säure? Oh, ich kann noch kein Fass bauen. Wo war denn? Ich 10? Oh, ich schau jetzt mal, wenn ich 10 solche unreinen Dinger habe. Geht. Zosch ist 2 zu 1. 2 unreines Wasser kriege ich 1 raus. So, jetzt habe ich das Braufass.
Ja, ich glaube, ich muss mir da auch mal ein Video zu angucken. Ja, aber im Video ist es nicht anders als bei mir. Steht's nicht. Bei mir brennt das halt nur nicht in den Fuß rein, die Säure. Okay. Man kann es zwar auswählen, aber es steht da drin nicht genügend. Obwohl ich eigentlich jetzt schon 12 Stück habe. Jetzt kann ich es reintun. Einlagern? 10 Stück. 10 Stück und 20 Minuten dauern, okay. So ist das jetzt gerade nicht durchgeronnen. Alle Richtungen passt eigentlich. Nee, nicht unten, ich will oben. Du holst dir hier reines Wasser oder ist das verschmutztes Wasser? Das ist reines Wasser da drüben. Und hier kriegst du unreines Wasser oder was? Da drüben ist unreines. Siehst ja deinen Rücken, so es ausschlägt, der Radar. Ja. Und das hast du dann da drinne. Den Ausgang hast du dann hier reingejagt und den Ausgang hast du hier reingejagt und dann genau, beides hier rein. Den musste ich hier drehen, weil das hier von unten ist und nach oben geht. Deswegen habe ich da eine kleine Pumpe hingebaut. Ja. Dass das einmal gedreht wird und dann geht es in das Tank rein. Von dem Tank wird es rausgezogen, dann sorgt er das in den Tank hier rein. Der fließt das dann ins Fass und hier lasse ich es direkt vom Fass hier reinfließen, aber. Könnte das hier mal drehen. Ah, das ist vielleicht deutlicher. Ja. Zack, zack, zack. Die zwei müsste ich dann natürlich auch drehen. Nee. Gut, also es läuft. Ja? Bei mir läuft es ja. Sollte so laufen. Also er sammelt, also es umwandeln, das klappt. Der hat jetzt halt 10 Stück hier drin, die wandelt er jetzt um. Verhältnis 2 zu 1, also mal gucken, was rauskommt nach 20 Minuten. Also es dauert 20 Minuten, das Teil. So, was bekomme ich hier? Hier bekomme ich ja, aber ich glaube, der Tank wird eh nie voll. Also, ja. Nee, ich glaube auch nicht. Mit einer Pumpe nicht. Aber oh, mein Stromrecht. Da müsste ich erstmal. Wobei, ich kann es jetzt ja weiter vorstellen. Aber nicht viel, glaube ich. Hm. Ja. Na, genau, mir fehlt ein Punkt. Wo kriege ich einen Punkt her? Ja, ich habe auch was abgerissen, einfach. Mach einfach die Wunschmaschine weg. Die brauche ich ja nicht mehr. Ich habe sie ja einmal gebaut. Einmal bauen reicht ja. Ja, du brauchst sie am Ende ja eigentlich nur für. Wenn du doch noch neue Rezepte freischalten willst. Aber ja, aber ich hab sie ja schon gebaut. Wenn sie ja steht, dann steht sie. Dann. Ach so. Die wird nicht einfach so verschwinden, oder? Weil jetzt habe ich sie jetzt nicht mehr geleert. Ja, aber ich kann sie noch bedienen. Also, ja. Hab ich wieder 3 Punkte gekriegt. Aber ich brauche diese komischen Bauteile. Ich weiß nur noch nicht genau, wo ich die herbekomme. Vermutlich Level 40er Viecher. Automatikteile. Das heißt, ein bisschen weiter leveln und dann ganz viel Schrott sammeln. Oh ja, sehr viel Schrott sammeln. Aber ich bin schon froh, dass das jetzt war. Jetzt kriege ich zumindest ein bisschen Säure. Und es ist nur nicht, aber. Natürlich auch Bio-Dinger, die man betreiben mit dem Gemüsezeug.
aber das ist ja nicht dauerhaft, ne? Ja, nee. Was, die da hinten brauchen Wasser? Oder viel Wasser? Du weißt ja, wo du welche findest. Na, oder ich klaue den Strom. Also meinen Zellen, weil ich habe ja den Zellen Strom gegeben. Mhm. Kann ich natürlich auch wieder rückgängig machen. Dann hätte ich ein bisschen mehr Strom. Ja, und dann einfach über Nacht die Sachen farmen und dann tagsüber die Zellen wieder anschließen. Muss ich hier die Durchschaltung ein bisschen anders machen. Baue ich hier noch einen Schalter rein. Hm. Habe ich da einen Schalter dazu gelöscht? Der ist außer gut. Heißt, die dürften keinen Strom mehr haben. Nicht. Weil jede Zelle von den Minern braucht 5 Strom. Ah, das geht aber noch. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5. 5 Miner, dann habe ich noch einen Hasen, der 5 braucht, sind schon mal 6 mal 5. Dann habe ich hier noch die 2 Biber, die jeweils 3 brauchen. Also okay. Das summiert sich. Ja. Ein bisschen. Und dann habe ich hier noch, boah, der Roboter ist krass. Der braucht 10. Okay, ja. Eben. Ja. Naja, ich hab hier 7 Anlagen. Ja, und dann noch den Kühlschrank. Den mit 7 und dadurch habe ich ja auch noch 17 Strom dadurch, weil ich den Perk habe, wo ich eine Anlage mehr setzen darf. Also Spezifikation, eine Anlage mehr. Und 2 Strom generieren sie mir. Ah, sauber. Also 17 mal 7 Strom kriege ich. So, jetzt ist die Frage, was muss ich verbessern, damit das besser läuft? Ich weiß nicht, wie es das ist mit dieser Wasserzufuhr vom Osmo-Filter. Wenn da alle 4 voll sind, werden alle 4 gleichzeitig gemacht. Das wäre interessant zu wissen. Das kann ich dir nicht sagen. Wieso nicht? Weil ich den noch nicht hab.
Ah ne, von dem brauche ich jetzt. So, jetzt habe ich 3 Wasserpumpen, die mir Säure liefern. Heißt ja eigentlich, dass es dann einmal so schnell. Müsste das ja eigentlich langsam voll werden. Weil der macht nur einmal, ja genau. Juti. Und jetzt hat eigentlich wieder 10, 20, 30, 40. Wie viel brauchst du? Auch 10. Also 10, 20, 30, 40, 50. 50. Du brauchst auch 10. 60. Und du brauchst 66 Strom. Boah. Nicht wenig, nicht wenig. Dass der Wasser braucht, um die zu gießen? Gar keine Ahnung. Das kann ich dir auch nicht sagen.
Noch am Basteln. Ja. So. Ja, das muss ich auch noch machen. Wirklich einen Raum dafür erstellen. Ihr habt jetzt einfach mal provisorisch hingekleistert. Das Problem ist nur, ich bin ein Müh zu nah dran. Du kannst ja weiter weggehen, oder was meinst du? Hier. Ich bin zu nah an der Festung dran, weil mein Gebiet nicht gerade ist, sondern leicht schräg. Also ist die Ecke von der Wand... Mob dich. Ja. Aber ordentlich. So. Was ich auch problematisch finde, ist, ey, dass du hier keinen simplen 90 Grad Flip einstellen kannst. Ja, das echt, boah. Bisschen zu kotzen manchmal. Ja. Könnte das Zeug auch alles auf mein Dach bringen, dann wär's sicher. Dann baue ich einen Wassertank unten und pumpe das Wasser dann hoch. Das Schmutzige. Und einen Regenfänger könnte ich mir eigentlich auch sparen, den Tank hier. Ja, den brauchst du ja wirklich nur... den. Wobei ich weiß... Da brauchst du ja echt nur den Input einfach, wenn es regnet. Ja, aber das Ding ist halt, ich weiß nicht, wie oft es bei mir hier regnet. Ich bin ja in der Wüste. Oh ja. Das weiß ich nicht. Oh mei, das sind jetzt wie viel Watt hier? Das sind einmal 10 Watt, die ich da verbrauche. Das ist okay. Weil mehr brauche ich da auch nicht. Weil der pumpt hier so viel schmutziges Wasser hoch, dass das schafft der kleine, kompakte Filter gar nicht. Natürlich überlegen, den einen großen umzuwandeln in zwei kleine. Jo. Und loslegen tut das erst, wenn das wenn der Wasser drin ist, okay. Na, dafür brauchst du das Gereinigte. Ja. Ich glaube, das mache ich irgendwann später mal, weil das ist schon 20 vor 11. Eigentlich ja, aber du kannst, dann arbeitest du in der Nacht nicht. Die beste Zeit, wo du nichts machen musst. Ja, ja. Deswegen wollte ich das jetzt noch unbedingt schnell fertig kriegen. Same. Ich hoffe, das läuft jetzt so, wie es läuft. Ich warte jetzt gerade ab, bis das Fass jetzt einmal fertig ist. Was in 40 Sekunden ist, ob er sich das neue zieht. Ich weiß nicht, wie schlimm ist denn das eigentlich, dass meine Mutanten oder wie auch immer die heißen, angegriffen werden? Das weiß ich auch nicht, ob die da Happy Life verlieren oder so. Und was soll ich denn machen, wenn die angegriffen werden? Kann ich ja dauernd hier stehen und die Viecher killen.
Nee, eigentlich nicht. So viel Strom, dass ich Geschütztürme betreiben kann, schwierig. Ja. Vielleicht später irgendwann mal, wenn man Dings hat. Ist jetzt eine Säure rausgekommen bei 20 Minuten. Na, du weißt Bescheid, ne? Ja, das ist übel. Klar, es ist automatisch. Aber trotzdem zieht er sich nicht das raus. Wieso zieht er sich das nicht raus? Ich verstehe es nicht. Das ist schon fallend, oder? Ja, es ist fallend. Ins Fass reinfallend. Aber es wird nicht genommen. Wieso zieht er sich die Säure nicht raus? Reine Wasser fällt rein, aber die Säure nicht. Ich versteh's nicht. Dann stellen wir noch eben Sicherungen her. So eine Kacke. Das normale Wasser nimmt er sich, aber die Säure nimmt er sich. Ich krieg die Krise. Ich versteh's nicht. Überhaupt nicht. Was ist da drin, aber es wandert nicht. Vielleicht muss es dann auch noch rausgezogen werden oder so. Was meinst du mit rausziehen? Aus dem Fermentierfass? Und Dings habe ich rausgenommen. Die Säure. Es ist nur reines Wasser drin. Das wandert automatisch rein. Mhm. Aber das die unreine Säure wandert nicht. Das sollte eigentlich reinwandern. Weil bei Lager. Boah. Mein Lager ist fallend zum Fass. Und der Filter ist auch fallend zum Lager. Eigentlich müsste das passen. Aber irgendwie nicht. Rausnehmen. Ja, per Hand kann ich es reinmachen. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Übung hier. Nö. Soll ja auch mal. Ist da wieder irgendein Update, wo was geändert wurde?
So, mal kicken, ob das funktioniert. Oh, das klingt jetzt besser. Ich hab die Fässer aufeinander gestellt. Nice. Also nicht die Fässer, sondern diese Lager. Ja. Das ist dadurch auch fallend zum Filter. Und braucht keine Pumpe mehr, um das da umzudrehen. Wow. Man spart sich einen Watt. Yay. Aber trotzdem geht's nicht. Wieso nicht? Oh, das braucht noch 4 Minuten 13, Alter. Vielleicht muss zuerst eine gewisse Menge da sein, dass er das da reinzieht. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt einfach mal so. Es kann auch sein, dass es einfach daran liegt, wenn der kein Trinkwasser hat, zum Beispiel. Ah, doch, Trinkwasser hat er. Okay. Also, wie gesagt, Trinkwasser zieht er sich rein. Nur Säure zieht er sich nicht. So, reine Wasser hat er. Einfach laufen. Okay, bei mir bekommt er verschmutztes Wasser. Relativ nah ist bei mir eine Stadt. Ich dachte nicht, dass es die da ist. Toll. Naja, na. Muss ich erstmal einen Hügel hochrennen irgendwie. Also, doch nicht so geil. Sonst noch irgendwas? Dann ist die Stadt eigentlich die nächste. Fahrzeug ist immer noch kaputt. Das ist so ein Suchtspiel, das ist unglaublich. Ja, ich will einfach noch ein paar Fortschritte haben. Ja, genau. Ich weiß nur nicht, was passiert, wenn man die Saisonreise abgeschlossen hat, ne? Ja, dann ist alles weg, außer die Baupläne. Genau. Und wie dann deine Kopfsache ist. Also, ob du dann wirklich noch Bock hast, in die nächste Stufe reinzugehen, sag ich jetzt mal. Ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Bin gespannt. Ja, ein Kollege hatte gestern noch gesagt, hier, wie heißt der Pirate? Pirate Software. der hatte wohl einen Talk mit den Entwicklern. Mhm. Und hat denen die westliche Spielekultur erklärt und wie das mit den Seasons und so weiter ist. Anscheinend ist das im asiatischen Raum so, dass zum Beispiel das Eternal Land, wie du das ausgebaut hast, wie du da die Sachen rübergeholt hast und gehortet hast und, das ist dein Prestige. Ja, das will ich ja gar nicht haben. Ja, genau. Genau, und das ist halt bei den Europäern und US-Amerikanern halt so, ne? Und da soll wohl vielleicht was passieren. Oh mein Gott.
Ich kann die mit One-Shotten, die 43er. Also das Gute ist, ich habe hier direkt eine verseuchte Base vor der Tür. Ich muss nur 500 Meter fahren. Ich könnte auch nochmal umziehen, weil hier ist auch verseucht. Ja, bei mir stehen die direkt vor der Haustür. Also wirklich, ich springe über einen Zaun rüber und dann bin ich da. Ja, das ist cool. Ich glaube, ich krieg mehr Säure, wenn ich hier die Viecher kill. Aber ja, es ist halt aktiv. Ja. Ja, ich habe 4 Säure bekommen. Und, ey, du bist hier in einem 43er-Gebiet unterwegs und kriegst immer noch Kupfermunition. Eine Kiste in dem Gebäude. Das ist traurig. Lol, ich klatsch die auch voll noch mit meiner Dings. Nahkampfwaffe. Man merkt, dass man stärker wird. Weißt du, was ich hier jetzt gerade bekommen habe? Hm? Ein Fass mit Rohöl. Interessant. Kannst du hinstellen oder kannst du es zerkleinern und kriegst dafür auch Öl? Das kannst du in die Raffinerie reinpacken, automatisch. Und dann erhältst du, wie heißt das gleich noch? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Dann erhältst du diesen unreinen Diesel, womit du dein Motorrad zum Beispiel tanken kannst. Okay. Aber ich dachte eigentlich, ich bin hier weit genug weg von diesen Ölfeldern, dass ich kein Rohöl bekomme. Das ist natürlich belastend. Musst alles nochmal umbauen. Ja, ich habe jetzt die eine Pumpe verschoben, aber... Das ist ja jetzt nicht schlimm. Und vielleicht muss das wirklich mit diesen Wasserauffangbehältern laufen. Meinst nicht? Oder was meinst du? Ja, dass die halt dir das reine Wasser liefern und nicht irgendwie andere Pumpen. Nee, reine Wasser funktioniert ja bei mir. Ja, ja, aber bei mir nicht. Ja, okay, klar, wenn du nur Öl bekommst, das ist ja. Zwar toll, aber nicht Zweck. Nicht das, was ich wollte. Yes. Die Stadt ist hart. Die Stadt ist echt übel. So viel Seuche hier, ey. 125. Da ist ein Fernseher. Wettervorhersage. Ein Feind, der Wettervorhersage heißt. Nice. Wollte ich den angreifen? Sieht stark aus. Naja, stark. Das sind 3-4 fliegende Fernsehers mit Kabelkörper. Und in der Mitte irgendwie so ein Sender. Okay. Nice. Ich mach mal. Lass mich mal töten. Den Schwachpunkt habe ich noch nicht gefunden von dem Viech. Oha! Da verändert das Wetter. Oh, cool. Jetzt steigt hier der ganze Wind hoch. Oh mein Gott, das kann sich porten!
Das ist einfach mal vor mir. Holy! Das Viech ist echt spooky. Naja, jetzt ist es tot. Es hat viel Säure. Hat sich gelohnt. Hey! Glückwunsch. Was ist das für ein komischer Baum? Also hier sind schon komische Viecher unterwegs. Und CPUs. Ein Baum. Ne, greift mich an. Spinne. Spinne hat 5 Säure gebracht. Spinne bringt mir erst der kleine Miniboss. Ich glaube, von diesem unreinen Wasser brauchst du wirklich 10 Stück im in den ganzen Inventaren drin, damit es weitergeleitet wird. Ich habe schon 25 drin. In deinen kompakten Wasserfiltern? Im Tank. Ah. Ich habe jetzt noch einen Tank gebaut, der das abfängt. Okay, bei mir wird nur Rohöl hergestellt. Naja, ich werde jetzt Feierabend machen. Jo. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Danke, gleichfalls. Dankeschön. Ich renne noch ein bisschen rum, sammle die Stadt hier noch. Ja, mach das. Und dann, ja, schönen Abend, ne? Und gehabt dich wohl und dann bis zum nächsten Mal. Ich denke, morgen werde ich auch wieder Once Human Stream. Vielleicht dann wirklich mal ein bisschen mehr umbauen. Kein Valheim. Nee. Ich will hier mal wirklich bauen. Kann ich verstehen. Fange ich nicht erst mit Valheim an und dann ja, einfach mal weiter gucken. Vielleicht nochmal das hier mit dem Wasserfiltern nochmal vernünftiger bauen oder anders bauen. Mal gucken. Ich habe auch schon überlegt, mein Haus abzureißen und neu zu bauen komplett. Ja, jetzt hat man ja die Anlagen dafür, ne? Jetzt hat man alles und man weiß, wie man was bauen sollte, so langsam. Ja. Klar, wird es immer Verbesserungsmöglichkeiten geben. Wo ich halt noch irgendwie warten würde, ich weiß nicht, diese Rundungen, die du hast, sehen schon geil aus. Würde ich auch gerne haben, habe ich aber noch nicht. Ja, aber die sind hier, wenn man in die Wiege reinguckt, das ist wirklich das allerletzte hier unten. Ich will, es dauert ewig, dorthin zu kommen. Ja, da brauchst du 10 Stück und Alter. Aber ich würde gerne rund bauen. Ja, ich auch. Ich habe da echt coole Sachen gesehen. Aber dafür nee, brauchst du 60, also was? 60 also Schiffen. Ja, ja, 60 Schiffen, damit du das alles freischaltest. Ich weiß nicht, wie fehlt mir da noch. Ich glaube, da fehlt mir noch ein bisschen was. 1, 2, 3, 4, 5. Rein theoretisch, die oberen könnte ich alle wieder verlernen, die ich nicht unbedingt brauche. Zum Beispiel Design und Türen oben. Die könnte ich rausnehmen. Ja, Möbel. Ja, weiß nicht. Könnte man auch rausnehmen. Und unten rein skillen. Dann hätte ich da wieder einen Perk. Weil die oberen Türen werde ich nicht mehr bauen. Kann ich rausnehmen. Den Deko-Tisch kann ich rausnehmen. Der ist irgendwie nutzlos. Ja. Auf jeden Fall. Oder alle. Ja. Ja, muss man mal gucken.
Ja, aber klar, das Season-Ding wird schon interessant, weil wenn alles wieder weg ist, uff. Ja. Aber du kannst halt das Haus speichern, ne? Aber was bringt dir das Haus zu speichern, wenn du erstmal alles wieder sammeln musst? Und alles wieder hochleveln musst? Ja. Aber dann hast du wenigstens ein hübsches Haus am Anfang. Also am Ende. Dann baust du erstmal die ganzen Plattformen und so weiter und dann farmst du einmal eine Runde. Ja, aber du musst ja auch dann die Wochen warten, bis du die Season-Chiffren bekommst, weil die Season-Chiffren sind auch nicht wenig, die man da so bekommt. Die habe ich vergessen, ja. Du kriegst massiv viele Chiffren, wenn du da eine Season Teil 1, 2, 3 abschließt. Ja. Ja. Also, musst du auch Wochen warten, bis du dann wieder die Schiffe hast. Da habe ich ja echt keine Lust drauf. Ist halt nett gedacht mit den Bauplänen, aber es ist irgendwie zu wenig, was man mitnehmen darf. Ja. Das mit zu wenig mitnehmen auf jeden Fall. Auch wenn du irgendwie aus dem Eternal Land dann Sachen mitnehmen kannst, ne, aber. Ja, dafür müsstest du das halt auch noch bewirtschaften. Ja. Weil du kannst dort ja auch ganz normal bewirtschaften, Landbau, also du kannst ja auch dort Felder anbauen und jeglichen Scheiß. Ja. Also da wird es dann zum Beispiel Sinn machen, seine Base dann, die du fertig gebaut hast, hinzuräumen und dann darüber dann. Ob das so einfach geht, weiß ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Und ich würde es dort ja anders bauen, ich brauche keinerlei Geschütztürme. Für was? Da kommt nichts Böses. Ja. Auf jeden Fall. Okidoki, dann schönen Abend dir und bis die Tage. Ciao. So, und hier mache ich dann auch Feierabend. Ich guck mal, ob noch irgendjemand Once Human spielt. Jin Julie spielt das gerade, dann gehen wir da mal rein. Ja, und dann grüßt mal schön. Und dann wünsche ich einen guten Abend, eine gute Nacht. Schlaf gut und ja, gehen wir da mit zwei Zuschauern rein. Also, bis denn, auf Wiedersehen, bis Brokkoli, bis Baldrian. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.